zeigen heute Rainer Werner Fassbinders Welt am Draht und starten damit die Filmreihe zu unserer neuen Ausstellung Fassbinder jetzt, Film und Videokunst. Ich freue mich, Ihnen unsere beiden Gäste vorzustellen, die in Fassbinders einzigen Science-Fiction-Film einführen werden. Das ist zum einen Juliane Maria Lorenz, die Präsidentin der Rainer Werner Fassbinder Foundation Berlin, die ab 1976 eng mit Fassbinder zusammengearbeitet hat und unter anderem die Montage seiner Filme übernahm. Als Cutterin war sie für Werner Schröter, Oskar Röhler, Romuald Kammacker und weitere Regisseure tätig. Juliane Maria Lorenz engagiert sich seit dem Tod Fassbinders 82 für den Erhalt seines Werkes und hat zahlreiche seiner Filme restauriert und digitalisiert. In 3 Wochen wird sie in Köln mit dem Hans-Geißendörfer Ehrenpreis für ihre Montage ausgezeichnet. Herzlich willkommen, Juliane Lorenz. Zum anderen ist heute der Autor und Journalist Dietmar Dart zu Gast. Er war Chefredakteur der Zeitschrift Spex von 2001 bis 2007 und dann wieder seit September 2011 ist er Feuilleton-Redakteur der FAZ. Dart hat zahlreiche Romane veröffentlicht, wie beispielsweise 2008 Die Abschaffung der Arten, der auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis war. Darüber hinaus schreibt er Texte zu wissenschaftlichen, ästhetischen und politischen Themen. Das heißt, er veröffentliche mindestens 1000 Seiten pro Jahr. Für seinen Science-Fiction-Roman Pulsarnacht erhielt er im März den Kurd-Laßwitz-Preis. Herzlich willkommen, Dietmar Dart. Bitte beachten Sie noch, dass wir Welt am Draht in 2 Teilen zeigen. Das bedeutet, wir machen um 21:15 eine Pause. Viel Vergnügen. Das Allerwichtigste, kann man das auch hinten verstehen? In der letzten Reihe ist dieses Mikrofon gut? Prima. Ich werde natürlich nicht in einen Film einführen, der das selber besorgt, weil er die Leute reinsaugt. Was ich machen kann, ist mit dem nackten Finger auf ein paar Einzelheiten zeigen, die man ansonsten vielleicht beim ersten Sehen übersehen würde, was schade wäre. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das hier ja auch eine Verbundveranstaltung in Kooperation mit der Bionade, das, Entschuldigung, mit der Biennale. Das war Absicht. Des bewegten Bildes, die hier in Frankfurt stattfindet und sich mit zeitgemäßem Erzählen im bewegten Bild auseinandersetzt. Und nun ist natürlich kaum ein Film geeigneter als Kronjuwel in diesem Geschmeide oder in dieser Fassung zu prunken als dieser, weil er nicht nur in einer Zukunft spielt, die wir jetzt gerade ausbaden müssen, also dass irgendeine Forschungsstelle Daten sammelt, um das Verhalten von Leuten vorauszuberechnen, ist ja im Moment so wahr, dass es schon wieder langweilig ist, darüber zu reden. Sondern er hat vor allen Dingen ästhetisch einen Haufen Probleme gelöst, die wir jetzt eigentlich erst haben. Das entscheidende Stichwort, wenn man sich mit bewegtem Bild erzählen und so weiter im Augenblick sowohl kritisch wie produktiv beschäftigt, ist, glaube ich, eines wie Immersion, Eintauchen. Also nicht Eskapismus, Entrückung von der Gegenwart, von der Wirklichkeit, von der Präsenz, von dem, was wirklich ist, sondern Eintauchen in möglichst vollständige Umwelten, künstlicher Art. Also Simulationen im Sinne dieses Films. Das reicht von der Musik, wo man dann sowas wie Ambient macht, bis zu relativ brutalen, brachialen und auch stumpfen Techniken wie der Wiederkehr von 3D im Kino, die sozusagen mit Rechenleistung diese Immersion herbeiprügeln wollen. Nur ist es natürlich interessanter, sich zu fragen, kann ich meine Stoffe in einer Weise reduzieren, dass das geleistet wird, wie eine schöne japanische Tuschzeichnung es leistet, eine komplette Landschaft anzudeuten mit wenigen Strichen. Also wie viele Punkte brauche ich für eine bestimmte geometrische Form? Wie viele Tiefenebenen brauche ich für eine vollständige Welt, für die Simulation einer vollständigen Welt? Und da sind mir mehrere Dinge aufgefallen, als ich die letzten 2 Tage mich nochmal mit Welt am Draht beschäftigt habe. Das eine ist die Tatsache, dass das, was noch nicht mal hochbezahlte Game Designer bei Videospielen derzeit immer hinkriegen, nämlich die Andeutung von tatsächlich gestreckter Tiefe, von Sog, von Taktilität im Blick, die versucht wird, über teilweise immer noch, selbst wenn sie in Polygone zerlegt sind, Figuren, um die man nur ungern rumgeht im Videospiel, weil man einfach sieht, es ist nichts dahinter. Wenn man sich jetzt den Anfang anschaut von Welt am Draht, darauf möchte ich Sie vorab hinweisen, dann ist es so, die erste Keynote sozusagen, die erste Ouvertüre-Leistung ist tatsächlich die Typografie, in welcher der Film sich ankündigt.
Man hat also den Namen Fassbinders, man hat den Namen des Films, man hat den Namen Daniel F. Galloway, der die Romanvorlage geliefert hat, an so eine Art Barcode hängen. Und dann hat man sofort drei Ebenen dieses Raumes, in dem der Film passiert. Man hat hinten die Eisenbahn und die statische Welt. Man hat auf der Hälfte des Bildes ungefähr eine Schranke, wo Menschen irgendwas machen, und vorne flitzt sehr schnell Wirklichkeit vorbei. Das, was man sozusagen nicht mehr erhaschen, nicht festnageln, nicht festhalten kann. Das Schöne daran ist, dass er das nochmal gemacht hat, nämlich bei Berlin-Alexanderplatz, wo es ganz ähnlich anfängt. Hinten ist das Gefängnis, aus dem Lamprecht, also Bieberkopf, rauskommen wird. Auf der Hälfte sozusagen oder in mittlerer Distanz, die dann variieren kann, ist so ein Lattengerüst, Verkaufsstand, Wagen, was auch immer, wo Viktualien feilgeboten werden, und vorne huscht dann auch was vorbei. Aber auch weiter geht's in derselben Weise, nur als Inversion. Der realistisch-historische Film, der realistisch-historische Roman vor allen Dingen, denn Fassbinder wusste wie wenige, was ein Roman ist als Totalität. Ich habe mit 12, 13 Jahren, 82, 83, mir ein Buch gekauft, das hieß Die Zeitbibliothek der 100 Bücher. Das wurde damals von der Wochenzeitung Die Zeit veranstaltet, wo Leute über die wichtigsten 100 Bücher der schriftlichen Tradition Auskunft geben sollten. Und nicht nur war es haarsträubend, wie einige Leute da über Proust, Joyce und solche Sachen schreiben, als wäre das wirklich nur ein Stil, als wären das Tapeten, als wäre das Dekor, sondern vor allen Dingen war es ein unglaublicher Hirnöffner und ein unglaublicher Sonnenaufgang, dann Fassbinder über Berlin-Alexanderplatz sprechen, schreiben, auch schreien zu sehen in diesem Buch, der eben tatsächlich über diese Immersion, über diese Totalität, die der Roman als klassische Form für solche Totalitäten aus dem 19. Jahrhundert eben leisten soll, referierte in einer Weise, die einen schon vorbereitet hat darauf, dass er über solche Türen in die Immersion und aus der Immersion unglaublich viel gewusst hat. In beiden Filmen ist es so, dass nach dieser Drei-Ebenen-Einführung eine Tür geöffnet wird. In einem Fall geht Bieberkopf, also Lamprecht, raus in diese Welt, um die es geht. Im anderen Fall gehen zwei Leute in diese Welt rein, nämlich in die Welt der Simulation, in die Welt des Instituts, in die Welt der Simulation zu politischen, wirtschaftlichen und welchen Zwecken auch immer, aber nicht zu ästhetischen. Der zweite tiefen Hinweis, den ich geben möchte zu dieser Räumlichkeit und zu dieser Immersionsleistung in dem Film und in Fassbinders Zugriff auf seine Stoffe, ist der Charakter des Sounds, des Tons. Mir ist aufgefallen, dass damals war ja sozusagen sehr vieles einfach drüber synchronisiert auch. Wenn man sich einen 10 Jahre später gedrehten Film anguckt von Rainer Erler, der auch nicht dumm ist, auch ein Science-Fiction-Film, Das schöne Ende dieser Welt, wo Götz George in Australien spielt, der ganz selbstverständlich Deutsch redet, weil die reden halt Deutsch, wenn sie Götz George sind, die Australier. Und das vergleicht mit der Handhabung von Ton und Overdubbing und Drübersynchronisation in Welt am Draht, dann ist es tatsächlich so, wenn du nicht die ganze Zeit auf den Schirm guckst, verlierst du den Anschluss an diese Welt, die Erler dir vorstellt. Wenn es bei Fassbinder so war, ich war zwischendurch mal draußen. Das Ding lief, und es nicht nur, weil diese unglaublich vollen Stimmen, weil diese Leute, diese Besetzungspolitik mit Ivan Desny und solchen Leuten so ist, dass man eben tatsächlich das Gefühl hat, da gewogen zu werden und mitgenommen zu werden in so eine Tiefe, sondern auch, weil es alles sehr, sehr dicht ist, weil es dicht montiert ist, weil es dicht in die Musik spielt, weil es dicht als Spiel und Widerspiel mit der Musik ringt, kann man es auch als Hörspiel hören, und dann könnte man auf die falsche Idee kommen, dann reicht es doch, und dann gehst du wieder zurück ins Zimmer und stellst fest, okay, ja, es ist eine komplette Welt, allein schon auf der Ebene Ton, aber wenn ich sie dann sehe, ist es noch eine komplette Welt obendrauf, die in diese eingebettet ist und die in einer Art Involution immer wieder aus ihr rausdrängt und so weiter. Und wenn die Kamera dann sagt, okay, hier geht es um Simulation, hier geht es um Spiegel, hier geht es um Brechung, hier geht es um Glas, hier geht es um Durchschauen und um einen dunklen Schirm, dann wird das eben auch so umstreichelt. Dann werden die Leute nicht einfach irgendwie angeguckt, sondern wird gesagt, okay, da steht was aus Glas daneben und so weiter. Und das führt mich zu dem dritten Hinweis, nämlich Nebensachen. Es gibt eine Szene, in der Klaus Löwitsch, der in seine Anzüge irgendwie auch nicht so gerne reinpasst in dem Film. Also das ist so ein Heldentypus, der eigentlich jetzt mit Daniel Craig als Bond erst wiederkommt, wo man das Gefühl hat, die werden mit dem Kran in diese Anzüge reingehoben und eingeschweißt. Und dieses sich sträuben ist natürlich auch ein Sträuben, das diese Heroenfigur in dem Film die ganze Zeit auch verkörpern muss. Und der torkelt irgendwann mal einen Gang entlang, und dann ist eine Frau auf diesem Korridor, die überfordert ist davon, eine Tür zu öffnen gleichzeitig und ein paar Leitsordner festzuhalten, die ihr dann entgleiten und so weiter. Und ich möchte für das Sehen einfach nur den Fingerzeig geben. Das Wahnsinnige daran ist, das ist eine absolute Nebensache,
Aber es ist mit einer solchen Liebe Sorge dafür getragen, dass man sie trotzdem bemerkt, damit man im Kopf hat, hier gibt es Nebensachen, das heißt, es ist eine Welt. In der Welt gibt es eben nicht nur Hauptsachen, da gibt es auch Nebensachen. Was macht man also mit so einem Film? Sich reinsaugen lassen und das empfehle ich. Danke. Jetzt muss ich nur mal kurz was zu dem Film sagen, warum er hier jetzt gesehen werden kann. Das war vielleicht gar nicht so schlecht, was der gute Dietmar da gesagt hat. Man kann da gar nicht mehr viel dazu sagen. Aber die Realität ist, dass dieser Film 1973 entstanden ist. Und das müsste man jetzt schon mal auch dazu sagen, in der goldenen Zeit des wunderbaren öffentlichen Fernsehens, in dem Fall der WDR. Und dass der Fassbinder damals so das Glück hatte, lag jetzt nicht nur daran, dass die alle so nett waren und jedem so eine Chance geben wollten, sondern dass die dort angestellten Redakteure und Leiter der Abteilungen, Herr Rohrbach war damals der Leiter des Fernsehspiels, wahnsinnig neugierig waren. Der neue deutsche Film war natürlich unglaublich aktiv und dann hatte, das habe ich unlängst erfahren von ihm selber und auch von Herrn Witte, der der Erfinder des Tatorts war, da hat bei einem Gespräch, das wöchentlich stattfand, hat Herr Mertesheimer gesagt, seid ihr eigentlich zu doof, mal die richtigen Leute hierher zu bringen? Ich will jetzt irgendwie das und das. Ruf doch mal den Fassbinder an, das war aber ein bisschen früher, also 72, damit entstand die Idee, 8 Stunden sind kein Tag, eine Arbeiterserie, sagt man heute, kann man noch sagen, aber es war natürlich mehr. Es war der Versuch, dass das Fernsehen wirklich in die Wohnzimmer kommen wollte mit jungen Leuten. Und da der Fassbinder als Wilder galt und schon sehr viel gemacht hatte bis dahin, war er sozusagen der erste Anruf von Herrn Mertesheimer, das war der damalige zuständige Redakteur für ihn, während Herr Witte, der den Auftrag hatte, man solle eine Kriminalserie entwickeln, glaube ich, Wolfgang Petersen angerufen hat, soweit ich das verstanden habe. Und dabei entstand das. Das ist jetzt schon lange, lange her. Aber man sieht, was für eine Qualität da möglich war. Und als ich mit dem Michael Ballhaus, der die künstlerische Leitung für die Restaurierung übernommen hatte, beziehungsweise ihn gebeten habe, dabei zu sein und das zu machen. Also ich musste erst mal viele Jahre Rechte klären und der WDR war freundlich genug, mir das Material zur Verfügung zu stellen. Aber nur so restaurieren ist es leider nicht getan. Sie müssen Fernsehfilme, wenn sie nur fürs Fernsehen produziert waren, speziell in dieser Zeit, da gab es Verträge, die sind dann nicht für alles ausreichend gewesen, mussten Musikrechte und geklärt werden. Man muss Geld besorgen, damit man das restaurieren kann. Ich kann Ihnen mal Zahlen nennen, zum Beispiel hier in dem Fall 480.000 und so weiter. Das sind so die kleinen Nebendinge. Und dann guckte der Michael sich das an und sagte, Mensch, hatten wir Glück. Das ist ja nicht zu fassen, was wir da gemacht haben. Der war sowas von hin und weg. Was der WDR sie alles machen ließ. Und es war, Rainer sagte, er hatte den Roman irgendwie, glaube ich, von dem Co-Autor seines Drehbuchs, nee, von Herrn Mertesheimer hat er ihn zugeschoben bekommen und hat gesagt, lesen Sie das mal. Und dann hat er seinen damaligen Regieassistenten, hat er gebeten, mit ihm zusammen das Drehbuch zu schreiben. Also Drehbuchautor ist er dann auch geworden. Das ist der, na, Müller-Scherz, Herr Müller-Scherz. Und das ging alles ruckzuck. Das heißt, gelesen in einer Nacht, eine Woche später mache ich, WDR ging ran und bereitete vor, produzierte das noch mit eigenem Team. Die Drehbücher wurden natürlich parallel geschrieben. Wenn Sie die DVD mitnehmen, dann werden Sie das alles erfahren. Ich habe nämlich darüber einen kleinen Film gemacht, über das Making, also über die Zeit, auch vor allem mit Herrn Müller-Scherz und auch Hermann Rohrbach gesprochen. Und das ist das Spannende, dass auf einmal in einer Zeit, und zwar in Deutschland und nicht in Amerika oder sonst wo, etwas entstanden ist, was revolutionär und vorausschauend war, was
Und jetzt komme ich mal auf Amerika für spätere Generationen, ob es die Wachowiak-Brüder sind. Ein Anreiz war, der Film war kaum zu sehen, aber irgendwie haben sie ihn, glaube ich, er lief nur ein, also er lief zweimal offiziell, 72 und einmal 75. Ich glaube auch, dass er 92 zum 10. Todestag von Rainer gelaufen ist im Fernsehen, aber das war alles, was man von ihm wusste. Er war weder auf irgendwelchen VHSen oder sonst was, er war einfach verschollen und ich. Nicht verschollen, er war da, aber eben noch nicht wieder raus. Und ich habe mich dann, wie gesagt, da bemüht, unter anderem auch um diesen Film. Der WDR war wieder dankbar, dass man sich bemühte. Und dann kam er raus und auf einmal war das genau zur richtigen Zeit, wie Avatar rauskam. Und aber es klickte und klickte und klickte, dass das eben ein Film ist, der weit, weit, weit aus seiner, also vorausschauend war. Und ich will jetzt gar nicht sagen, der Rainer war das Genialste, aber es gibt dann auch ein sogenanntes Remake. Das ist vor 10, 15 Jahren entstanden. Da hat der gute Michael sich vorgenommen, dass er den Film remaken will, hat aber dann doch Angst gekriegt, also ich meine Herrn Ballhaus, weil er so verliebt war in den Stoff, das muss man jetzt auch gerechterweise sagen, und dachte, nachdem jetzt schon sehr viel mit Interaktionen und digital und was weiß ich mögliches, könnte man ja doch das jetzt so machen, wie das heute dann richtig dargestellt wird. Und das hat er dann auch gemerkt, das glaube ich, das lässt er. Und dann hat es jemand anders produziert und ein deutscher Regisseur nach Amerika, also jemand anders in Amerika produziert und deutscher Regisseur hat ihn gemacht. Armin Müller-Stahl spielte die Hauptrolle. Ich weiß, ich habe ihn damals in New York gesehen, als er rauskam, und ich war tief, tief traurig. Da hat sich das erwiesen, dass die Technik nicht dazu ausreicht, um so eine virtuelle Welt zu zeigen. Was der Fassbinder gemacht hat, war mit der Möglichkeit der Technik von damals, die ihn eigentlich auch gar nicht so groß interessiert hat. Das war einfach wunderbare Schauspieler, wahnsinnige außerirdische Schauspieler letztendlich. Seine Crew, wenn man so will. Dann diese geniale Kameraarbeit von Michael Ballhaus und auch dieser wunderbare WDR. Und manchmal wünschte ich mir, dass er wieder zu seinen Wurzeln zurückkehrt und vielleicht auch nochmal andere Dinge ermöglicht, die so in dieser Weise auch für die ganze Welt, das muss ich immer wieder sagen, es ist ein Klassiker für jeden Science-Fiction-Leser, der Roman schon, für jeden Science-Fiction-Betrachter. Und jetzt schauen Sie sich ihn einfach mal an. Dankeschön.